Hallo Leute, willkommen zu einem Favoritenvideo von mir. Die August-Favoriten stehen an. Die zeige ich euch jetzt. Ich habe ein paar neue Produkte eigentlich, die ich euch zeigen kann. Und zwar, also ich fange jetzt mal an mit der Foundation. Das ist die Bobbi Brown Longwear Even Finish Foundation mit SPF 15. Die trage ich auch heute. Ich habe sie den ganzen Monat getragen, manchmal im Wechsel mit der anderen, mit dieser Vichy. Kommt drauf an, aber meistens doch jetzt diese hier. Gefällt mir sehr gut, weil sie eben so lange hält, so wie es da schon steht, Long Wear. Auf jeden Fall. Die Farbe ist auch ganz toll, also es, die Farbe passt perfekt eigentlich. Wurde mir ganz gut ausgesucht dort. Dann auch keine Überraschung eigentlich, der Revlon Lip Butter in Peach Parfait. Meinen alten habe ich ja platt gemacht. Übrigens, meine platt gemacht Post wisst ihr ja auf meinem Blog www.funnypilgrim.de. Seht ihr immer so ungefähr monatlich. Und ja, ich habe ihn mir nochmal nachgekauft. Selten eigentlich, dass man Lippenstifte platt macht. Zumindest für mich, weil ich relativ oft die Lippenstiftfarbe wechsle. Aber dieser hier, ja, platt. Und ich trage ihn auch heute und ich mag ihn so gern. Ich weiß nicht, ich mag das Gefühl auf meinen Lippen. Und ich mag, dass es ist so ein easy peasy Lippenstift, den du immer wieder zu allem tragen kannst einfach. Und er macht die Lippen so schön irgendwie. Also er macht so ein bisschen volle Lippen. Und durch diesen Glanz eben. Und ja, ich mag ihn total gerne. Dann die NARS and God Created a Woman Palette. Meine absolute Lieblingspalette zurzeit. Nicht nur Palette, mein Lieblingslidschatten zurzeit. Ich trage jeden Tag eigentlich irgendwelche Kombinationen daraus. Oder ich mische eben andere Lidschatten. Wie heute habe ich von Catrice so ein Made to Stay. Dieses, wie hieß es nochmal? Da habe ich das jetzt drauf, Copper and Gabbana, genau. Und dann habe ich einfach nur diesen einen Ton als in die Lidfalte und unterm Auge eben. Also ist immer eine Farbe mindestens dabei, die ich trage und ich mag die so gern. Also ich habe auch eine volle Review auf meinem Blog schon dazu gepostet. Ich weiß, sie ist nicht hier erhältlich in Deutschland und es ist auch schwer, sie noch zu bekommen, weil es eine Limited Edition war. Allerdings sind die Farben permanent. Also man kann die Farben einzeln oder im Duo und so weiter schon kaufen von NARS, aber nicht mehr diese Palette. Ja, tut mir total leid, dass ich auch so spät das gesagt habe. Ich kam selbst so spät auch erst dazu, sie selbst zu haben. Und ja, ich überlege, falls es euch vielleicht was hilft, also zumindest meinen Bloglesern vielleicht unter euch, die auch meinen Blog verfolgen, so eine Art Wishlist, ob ihr darauf Bock habt, dass ich vielleicht mal monatlich eine oder keine Ahnung, im weiß ich jetzt nicht die Abstände, aber so eine Wishlist mal hochlade und da einfach so aufzähle oder aufliste, was ich mir wünsche oder worauf ich scharf bin, welche Produkte, damit ihr das schon wisst und keine Ahnung. Es ist zwar dann keine Review, ich habe es ja nicht ausprobiert, ist natürlich immer erst später vielleicht besser auf Empfehlung, aber wisst ihr, ich meine, dann wisst ihr es halt auch schon vorher, was ich haben möchte und vielleicht bringt das ja etwas. Sagt mir einfach Bescheid, dann integriere ich das gerne noch in den Blog. Ja. Mir fällt gerade auf, guck mal, jetzt, ich habe ja alles umgestellt hier im Zimmer. Und eigentlich gibt es keine Möglichkeit mehr, dass Peaches auf meinem Bett liegt, weil das Bett ja jetzt dort ist. Aber doch, er hat einen Weg gefunden. Er muss immer in die Kamera. Vor allem, er war gerade im Wohnzimmer und hat gepennt, aber er muss immer rein. Was ist das? Was ist das hier? Naja, weiter im Text. Dann mag ich sehr gerne diesen Blush von Catrice, der Apropos Apricot. Den habt ihr mir auch empfohlen. Weil ich mag ja diesen anderen sehr gern, wie heißt der jetzt, Love and Peach, den habe ich ja sehr oft und sehr gerne getragen, trage ich immer noch gerne. Aber diesen hier, der hat so ein bisschen mehr Schimmer, wie man sieht, wobei ich ja auch ein bisschen, also ich trage ihn auch heute, wobei ich noch ein bisschen nachgeholfen habe. Weil die kleine Melle hat mich mal wieder darauf gebracht, sie hat ein Video gemacht zu ihren Highlightern. Und da fiel mir auf, hallo, wo ist mein Glow? Ich habe eigentlich immer Glow, wo ist er? Nee, ich habe schon lange irgendwie nichts mehr mit Highlightern gemacht. Und jetzt habe ich das wieder so in meine Make-up-Routine integriert. Trage heute den Mary Luminizer und ja, und der ist auch so ein bisschen schimmrig und ich finde, das gibt's, passt so sehr gut zusammen. Das war es nämlich schon mit Make-up und oder Kosmetikprodukten. Jetzt wollte ich euch noch andere Favoriten zeigen und zwar eigentlich ganz neu für mich Ringe. Wenn ihr mich kennt, ihr wisst, ich trage selten oder so gut wie gar nie Ringe.
wenn dann ein oder so, aber ich habe irgendwie so jetzt doch so Bock drauf und mir gefällt dieser Style und ich mixe und matche sehr gerne verschiedene Sachen auf verschiedene Materialien, also ich stehe halt darauf. Ich weiß nicht, jeder mag Gold und Silber kombinieren, ich mag das total gerne und auch Farben und so. Das sind halt, ist jetzt so ein Mischmasch, also Sachen, die ich auf eBay gekauft habe, bei Aldo oder bei IAM und auch Geschenke, auch echtes Silber und auch Modeschmuck gemischt. Aber ja, ich mag diesen Look sehr gerne und mir gefällt das ganz gut zurzeit. Und mit Armbändern zusammen, dann, das trage ich ja immer, finde ich ganz hübsch eigentlich. Das ist halt so ein Favorit von mir und sowas ganz Neues eigentlich. Also so ein neuer Look für mich, weil ich eher nicht so mit Ringen bin. Es war auch ein sehr komisches Gefühl am Anfang, aber jetzt mag ich es total gerne und ich spiele auch gerne so damit rum. Es gefällt mir. Ja. eigentlich voll langweilige Sachen, aber, also ich zeige euch erstmal, worum es geht. Moment, ist auf links. Ich wasche meine Sachen immer auf links. Ihr auch? Wichtig eigentlich. Unsere Waschmaschine vor allem. Die, naja, egal. Auf jeden Fall, es geht um das Kleid hier. Das ist einfach so ein Basic-Kleid von Divided. Habt ihr mich ja schon oft tragen sehen. Hier habe ich, also ich habe das so in diesem Weiß, in Schwarz und in diesem Neon-Pink. In Schwarz trage ich es doch am häufigsten. Habe aber die anderen Farben auch oft getragen. Und das ist ein absolutes Lieblingsteil jetzt geworden, weil die so gut, also vielseitig zu kombinieren sind. Ich kann euch ein paar Bilder mal einblenden, wie ich sie getragen habe, mit was ich sie kombiniert habe. Vielleicht ja, inspiriert es euch ja. Noch ein anderes Kleidungsstück ist auch ein Basic-Teil. Also es, ich denke jetzt auch ein bisschen mehr daran, gute Basics zu kaufen, die auch für mich lange halten, als ja, immer wieder die zu kaufen und dann sich zu ärgern, weil sie schrottig sind. Ich bin zwar nicht so sehr darauf, auf, bei Klamotten irgendwie auf Qualität, muss ich ehrlich sagen. Ich gucke da eher, dass es mir gefällt, weil mein Geschmack sich so schnell ändert, dass ich ja, dass ich es sowieso nicht mehr mag nach einer Zeit und dann ist es auch okay, dass ich dann nicht so viel dafür bezahlt habe oder so. Aber für solche Basic-Sachen kann man doch wirklich was investieren, würde ich mal sagen. Also so geht es mir, ja. Und deswegen finde ich es auch okay, wenn man, da ist man gerade geizig, gell, bei den Basic-Sachen. Weil man denkt, da ist doch eh nichts drauf, warum so viel bezahlen. Aber ich finde gerade da, weil die ziehst du ja am häufigsten an. Deswegen habe ich jetzt mal investiert in eine, also ich finde es, für mich ist sie schon relativ teuer, in eine American Apparel Leggings. Die habe ich jetzt auch schon länger, deswegen zeige ich sie jetzt euch auch als kleine Review. Das ist einfach eine normale schwarze Leggings. Die kostet 28 Euro und ich finde das schon viel für eine Leggings, wo ich doch bei H&M immer für 10 oder unter 10 für 7,95 oder was Leggings gekauft habe. Die aber auch nach einmal Waschen Löcher hat oder einmal anziehen und Finger durch ein Loch bekommt oder und so weiter, so ein bisschen schlabbert oder an den, wenn man lange sitzt, dann an den Knien schlabbert oder sowas. Diese hier ist gar nicht so. Die ist perfekt. Sie ist sehr stark, so. Sehr robust, natürlich auch Stretch, aber sehr robust. Die kommt aus der Wäsche wieder raus, wie original, wie am ersten Tag. Sie bleicht nicht aus, die ist wunderbar. Also ich kann es echt absolut empfehlen. Ich werde mir noch ein paar zulegen, jetzt auch für den Winter noch. Und ja, finde ich super. Dann als allerletztes nochmal einen Sound-Tipp, einen Musiktipp von mir. Es war jetzt auch schon wieder älter, aber ihr kennt mich ja jetzt mittlerweile. Ich höre eher so ältere Sachen. Und da habe ich jetzt erst entdeckt, das kam nämlich auch letztes Jahr schon raus, bei soundcloud.com. Da höre ich sehr gerne Musik übrigens. Da hole ich auch öfter mal Musik für meine Videos. Nur so nebenbei. Jedenfalls, da, Moment, das habe ich mir auch aufgeschrieben, der heißt Terry Urban. Und der hat als Tribute letztes Jahr für Biggie, also Notorious B.I.G., für seinen 15. Todestag, hat er so ein Tribute gemacht und zwar zwei Alben zusammengemixt. Also einmal das Ready to Die von Notorious und das Born to Die von Lana Del Rey. Und das ist für mich... Ah, Himmel! Weil, also ich mag Lana Del Rey total, ich liebe ihre Musik, das so, habe ich ja schon gesagt, einer der neuen Musikern, die ich noch sehr, sehr toll finde, also die mich so berührt hat. Ja, und dann eben Notorious, also sie hat, der Terry Urban, hat die Musik vom ganzen Album von Lana Del Rey genommen, von Born to Die, und das auch geremixed und dann einfach die...
A Cappella von Notorious draufgespielt und es passt so gut. Da sieht man mal richtig, wie krass, also wie stark Hip-Hop-Einflüsse doch Born to Die hat, also von Lana Del Rey, wie sehr Hip-Hop-lastig doch die Beats sind, total. Und wenn man das so hört, klingt das echt, als wäre das so dafür gemacht. Also es ist richtig toll gemacht, das ganze Album. Und ja, das höre ich jetzt rauf und runter. Und vielleicht gefällt es euch ja auch. Könnt ihr euch mal anhören. Ich werde es in die Infobox verlinken. Ja, das war's. Das waren meine Favoriten. Ich würde mir noch wünschen von euch, dass ihr mir vielleicht, ihr habt jetzt eine Aufgabe, ihr müsst jetzt was tun, dass ihr mir vielleicht mal in den Kommentaren Videowünsche hinterlasst. So, auf was ihr Bock habt, generell Dinge, die ich vielleicht schon länger nicht mehr gemacht habe oder etwas, was ich noch gar nicht gemacht habe. Was ihr möchtet, einfach eure Wünsche. Das würde mich mal interessieren. Das ist nicht so, dass mir jetzt nichts einfällt oder so. Mir fällt immer was für euch ein. Aber einfach so auch so, dass ich mal darauf eingehe. Vielleicht habt ihr aber auf was anderes Lust. Ja, versteht ihr, was ich meine? Und ja, das würde ich gerne mal erfahren. Also schreibt mir gerne in die Kommentare etwas dazu. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss. Voll geschrien gerade. Passt da. Ihr macht es. Eigentlich mal passt das. Lecker, zart. Mit so einer Weißweinsauce. Köstlich.